Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Outlast. Ja, ich war mittlerweile beim Friseur und mit der neuen Frisur geht's jetzt ab in die Irrenanstalt. Ja, mal gucken, ob wir jetzt endlich mal diesen Priester finden, diesen Vater Martin. So. Bin ich hier schon wieder zurück? Das Savecam sieht ein bisschen... Sieht ein Meter älter aus. Zwei Batterien habe ich noch. Und es blitzt verdammt normal. Was für ein Sauwetter. Ne? Gut, dass das hier die Kamera mitmacht. Hier hinten so in der Ecke vielleicht. Noch ein Batteriechen finden. Oder einfach nur unnütz Strom verbrauchen. Ach, scheiß drauf. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach da rein. Da ist die Tür zu. Hä? War ich nicht letztes Mal schon drin gewesen? War ich hier nicht schon mal? Gebildet. Ach so. Ja, mal wieder so ein wunderbarer Blutbrunnen. Sind das da Insassen oder ist ein Wärter? Ein Wärter auch nicht schlecht. Sicherheitsfachangestellte. Gedärme. Lecker. Der Rest von den Gedärmen. Ohne Kopf. Ohne Kopf heißt, dass hier natürlich der Große bestimmt wieder rumschleicht. Ah, da ist eine Batterie. Sehr gut. Und wir haben uns ja eine Notiz gemacht, nämlich Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ja, das stimmt. Wenn man eine Münze in den Mund nimmt, dieser metallene Geschmack, das schmeckt so ein bisschen wie Blut. Nicht, dass ich weiß, wie Blut schmeckt, nein. Ja. Oh, oh. Ein paar von euch ärgern sich ja ein bisschen, weil ich mich so wenig erschrecke oder nicht so viel Angst habe beim Spielen. Ist das ein Tropfen auf meiner Linse oder steht da hinten einer? Ich glaube, das ist ein Tropfen auf meiner Linse. Ich weiß nur gerade nicht so wirklich, wo ich hier hin soll. Ich habe jetzt gerade erst eine Batterie gefunden, will sie jetzt ungern gleich wieder verlieren. Und da knackt ein Ast neben mir. Huhaha. Gruselige Gruselstimmung. Ich muss ja sagen, so ganz ohne ist die Szenerie hier draußen ja nicht, also... gerade. Wo ich jetzt... Ich war der Meinung... Oder hat hier vielleicht irgendeinem Wärter einen Schlüssel bei sich oder so? Ey, der hat nicht mal mehr eine Hose an und nicht mal mehr Fleisch an den Beinen. Also wird das mit der Hose bei dem da sowieso nichts mehr. Ja, hier ist zu, da komme ich nicht rein. Genau, von hier hinten komme ich. Ich glaube, von hier komme ich, oder? Ja, genau, hier haben wir den Großen nämlich abgelenkt. Kann man da wie rein? Nee. Verstecken kann man sich da. Ja, super. Die Batterie ist gleich wieder verschwendet. Und ich weiß nicht mal, ob ich wirklich hier lang muss. Nee, ich glaube, hier war schon richtig.
Dann dachte ich vielleicht, dass ich jetzt hier den Eingang gefunden hätte. Aber das habe ich gar nicht. Allein die Tatsache... Ah, vielleicht hier durchs offene Fenster rein? Nee. Das Fenster ist leider nicht offen. Ist das da eine Tür? Nee. Wo komme ich jetzt hier weiter? Hier weiter. Ah, ich bin ja auch doof. Klar, hier durchs offene Fenster rein. Ah, ich bin blöd. Ich bin blöd. So. Jetzt sind wir hier wieder in einer Art Bürokomplex. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Ja, Revelation is at hand und so. Super, es ist meine Batterie alle, die ich draußen gefunden habe, für nothing. Ah, jetzt wird es gleich mal eine neue. Ja. Für dich hat sie es leider ausgespielt. Das sieht jetzt schon wieder so aus, so mit dem drüberspringen. Da vorne steht doch einer. Oh oh. Der kommt da nicht raus. Wer ist das, der da vorne rumstand? Okay, entweder war da keiner oder er ist einfach verschwunden. Gut, unser Weg führt jetzt hier durch. Oh oh. Ist das schon wieder unser großer Kumpel? Was ist das? Werden hier Tote gewaschen? Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt. Mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Uha. Hier vorne war doch irgendwo der dicke Grat gewesen, oder? Irre ich mich da? Oh, schon wieder ist die Batterie alle. Blöde Batterie. Oh oh. Gefahr im Verzug. Ich schau erst mal, was da hinter dieser Tür hier ist. Ah, eine Batterie. Okay, da draußen ist jetzt natürlich Gefahr im Verzug. Ich denke mal, der dicke turnt hier rum.
Oh oh. Irgendwer ist hier über uns. Ah, ist noch eine Batterie. Sehr gut. Ich verstecke mich jetzt erstmal einfach. Kann ja niemals schaden, sich zu verstecken. Ah ja, hier kommen wir in die oberen Stockwerke. Und hier ist noch ein Dokument. So, was haben wir denn jetzt hier? Dokumente. Kurze, also das Dokument heißt Wallrider und Albträume. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betrieb von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis, nur für den unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für den direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Ma oder Nachtma schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Ja, sehr schön. Da können wir doch heute alle ganz beruhigt schlafen, wenn wir wissen, dass der Nachtma umgeht. Oder der Wallrider, wie er hier heißt. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Wir gehen hinein in die straffe Dunkelheit. Und ich weiß nicht mal, wohin wir gerade müssen. Also nach oben müssen wir irgendwie. Raus aus meiner Haut, okay. Reißt er sich da gerade die Augen aus? Ist ja ekelhaft. Oh, so einen Rollstuhl kennen wir ja schon. Hier kommen wir nochmal nach unten. Unten ist ja grundsätzlich nie so ganz schlecht, weil man weiß ja nie, ob man hier noch irgendwo eine Batterie findet. Oh oh. Hey, ich glaube, wir lassen das ganz kurz mal mit unten. Wir gehen das mal nach oben. Weil es soll ja in die oberen Stockwerke. Aber ich glaube, dahin ist der Weg versperrt. Ja, wir müssen nach unten. Gut. Dann erkunden wir mal diesen sehr sicher aussehenden Keller. Ein Dokument haben wir gefunden. Und zwar Auszug aus Projekt Paperclip. Projekt Paperclip, Joint Intelligence, Objectives Agency, Joya, Dokument Nummer 8 von 186, Ablage 230, 86, 46, 5, Auszug. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist es, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Es war damals ja wirklich so, viele deutsche Wissenschaftler sind nach Kriegsende in die USA überführt worden. Oh, es ist so ein Getaway-Typ. Er hat nämlich eine fette Waffe in der Hand. Sollten wir aufpassen.
Von hier komme ich, glaube ich, gerade. Sollen wir den Typen irgendwie niederschlagen oder so? Ist das hier der Weg? Ich glaube nicht. Nee, das war nicht der Weg. Okay. Das war nicht der Weg. Ich glaube, wir sollten einfach nur seine Aufmerksamkeit kriegen, oder was? Ach du Scheiße, jetzt fange ich ja ganz hier am Urschleim wieder an. Hier gab es, glaube ich, eine Batterie. So, hier gab es noch eine Batterie. Nee, verstecken musste ich mich jetzt hier eigentlich nicht. So. Genau, hier gab es ein Dokument zu holen. Und ich muss jetzt irgendwie nach unten kommen. Nach oben kommen. Genau, hier ist der Waschsaal. Genau, von hier kam ich. Das ist der Waschraum. So, genau. Was ist das denn hier? Ah ja. Ein toter Wachmann. Und eine Batterie. Wieder eine von diesen Batterien? Wollte ich ja sagen, an die ich nicht rankomme. Natürlich komme ich daran. Ich glaube, irgendwie muss ich den Fahrstuhl hier aktivieren. Dafür muss ich nach unten. Bestimmt kann man da unten an der Wand irgendwas machen. Und sobald ich das mache, kommt dieser Psycho da angerannt. Ich glaube, das ist das Ding. Man kann leider nicht selbst speichern. Das ist ein bisschen nervig gerade. Aber sonst gibt es hier auch eigentlich gar nicht mehr zu tun in diesem Raum. Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil ich weiß gerade echt nicht, wo ich hier lang muss. Hier hoch kommt man ja nicht. Oder muss man hier so mit einem Schmackes drüber? Ah, hier muss man mit Schmackes drüber. Ah ja. Ah ja. Und hierfür brauchen wir den Schlüssel. Okay. Hier hat es ganz schön gebrannt. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier zuerst hin soll. Hier kann ich mich verstecken.
Verstecken ist schon mal gut zu wissen, wo ein Versteck ist. Hier kann ich eine Tür zumachen.